Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge We Were Here Together, auch heute wieder mit Lonne. Hallo! Hallo, ich hab mich beruhigt. Und mit unserem Joker Kari. Kari hat sich aber wieder gemutet, der kommt nur zum Einsatz, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Discord, Joker. So, ich bin in einem großen Raum. Ja, das bin ich auch. Ich hab hier verschiedene... Jonas Supporter. Ich habe hier ganz viele Kessel stehen und ganz viele Schalter. Einen konnte ich jetzt ziehen, aber da ist nichts passiert, da kam nichts raus. Moment, was hast du denn alles? Ich bin in einem Raum, da ist erstmal nichts. Oh, ich kann mich anziehen. Oh. Listen. Mein Dolch wird mehr. Was to create what's called a soul stone. Now I need you to find all the pieces. One of them is in here, in the greenhouse. Find it. Once you're done, come find me in the High Alchemist's quarters. Good luck. Okay, Logbuch. Ich habe den seltsamen Stein eingesammelt, von dem der Forscher mir erzählt hat. Er sagte mir, er würde mich oben im Gewächshaus treffen. Der verschollene Forscher scheint genau zu wissen, wie er uns hier rausholen kann. Ihm zufolge müssen wir Stücke von dem finden, was er als ein Seelenstein bezeichnet. So, jetzt bin ich auch hier drin mit Fässern. Okay. Ich kann Rohrleitungen nehmen? Ja, kann ich auch. Ich habe zwei gefunden schon. Ich habe auch zwei. So, dann rechts rotieren. Achso, okay, dann kann ich die Dinger rotieren. Wie konnte ich mich nochmal in die Knie gehen? Steuerung. Dankeschön, weil hier ist nicht noch so ein Nebenraum. Ich habe drei Fässer. Eins mit einem blauen Leuchten, ein oranges Leuchten und ein grünes Leuchten. Was ist das denn? So, noch mehr? Warte mal. Ja, bei mir ist so eine Nische. Ja, die ist bei mir nicht. Jetzt laufe ich die ganze Zeit in der Hocke. Wie komme ich da wieder raus? Nochmal Steuerung drüben. Ah ne, hier ist auch noch eins. Ich habe so einen Unterraum, also ich habe einen großen Raum. Dann gehst du runter und dann hast du diese Öfen, von denen wir eben gesprochen haben. Und dann habe ich nochmal eine Nische und da ist nochmal so ein Kellergewölbe. Und da sind, da kann ich die Rohre platzieren. Ja, warte, die kann ich hier auch platzieren. Müssen nur richtig sein, ne? Sag, ich hab's verbunden. Das ist aber merkwürdig. Ah, warte mal. Hä? Ich gebe gerade blaues Gas, aber da tut sich denn nichts. Ja, das kommt doch gerade bei mir unten raus. Das kommt bei mir gerade raus hier. Kommt bei dir raus? Ja. Ja, warte mal. Warte mal. Ich glaube, da war was. Sekunde. Mhm. Mach mal das blaue Gas gleich nochmal an, wenn ich dir sage jetzt. Ich habe an den Rohrstationen auch noch Zahlen. Ja, ich habe eine 1 zum Beispiel. Nee. Okay. Eine 1. Mach nochmal das blaue Gas an. Ich mach das blaue Gas an. Ja, geil. Wenn du mich Gas anmachst, kann ich gucken, wie ich meine Rohre hier unten platzieren kann. Okay. So. Geht deine 1 zufällig im Boden? Meine 1 ist im Boden, ja. Okay, dann kommst du von oben. Kann es sein, dass wir Farben mischen müssen? Kannst du auch Gas geben mit irgendwelchen Hebeln an der Wand? Ja, ich guck gleich mal, aber ich muss erstmal hier rauskriegen, wo meine Rohre sind. Du drückst gerade Push-to-Talk.
Ich muss mal gucken, wo meine Rohre, wie ich meine Rohre, ich habe ja mehrere eingesammelt. Ah, da ist immer noch Push to Talk an. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Nee, das ist ja falsch. Wie komme ich denn, wie kann ich in meinem... Du brauchst nicht mehr Push to Talk drücken. Wir machen Discord. Ich weiß. Jetzt hast du Push to Talk gedrückt. Jetzt ist es weg. Wie kann ich denn in meinem Inventar suchen nochmal? Wie ging denn das? Mausrad bei mir. Oder links, rechts, So, das ist das zweite Rohr. Und das müsste dann das dritte sein. Ne, mir fehlt ein Rohr, glaube ich. Also ich kann nur drei setzen und ich habe drei gesetzt. Ich hab Rot hier. Ja, Rot sehe ich jetzt auch bei mir. Da kann ich aber nur Gelb beigeben. Und das wird zu Orange. Ah, warte. Zack. Warte mal, dann muss ich das so rumdrehen. Nee. Das kommt ja da an. Warte, dann brauche ich das andere Rohr. Lass mal das Orange, ne? Ja. Ne, warte mal. Jetzt habe ich nur Gelb. Du musst deins nochmal machen. Hab ich. Das ist Orange, ne? Aber Orange geht nicht hoch. Ich gehe mal nochmal in den oberen Raum. Ich glaube, ich habe hier. Vielleicht ist auch in dem oberen Raum noch warte was. Warte mal, hier ist auch noch ein Rohr. Ah, guck mal hier, warte mal. Das kann ich so machen. Geht bei dir von der 5 aus noch was weg? Sekunde. Ich bin gerade aus dem Raum wieder raus, weil ich was gucken wollte, ob mir noch irgendwie ein Rohr fehlt. Nee, ist doch falsch. Ah, warte, ich glaube, ich habe es bei mir. So, jetzt kommt. Orange müsste jetzt ankommen. Ja, Orange kommt an, perfekt. Hier noch rein. Es geht gar nichts mehr. Bei der 5 geht bei mir was hoch, ja. In die 6 und 7. So, bei mir kommt. Ah, warte mal. Warum kommt bei mir jetzt Orange hier an? Weil da Rot herkommt. Ich muss aber. Nee, lass mal an. Okay. Den Roten anlassen. Hab ich doch. Jetzt passt es. Ich habe das Rohr wieder reingemacht, ja. So, passt auf. Ich muss jetzt mit Blau in die Richtung. Dann muss ich mit Blau nach 3 wahrscheinlich. Warte mal. Hä? So, jetzt habe ich Lila. Ist alles grün? Was machen wir hier? Also ich schicke gerade Blau in die 3. Öffne du mal dein anderes? Das ist bei mir lila. Wofür ist das eigentlich gut? Mach mal alle deine Gasleitungen an. Die sind alle an. Alle Gasleitungen sind an. Ich habe den Hebel angemacht. Dann musst du irgendwelche Verbindungen machen noch mit 4 und 5, weil 4 und 5 leuchtet nicht. Du musst Lila jetzt irgendwie noch zu 4 und 5 führen. Ich muss das umdrehen. Nee, das kann ich.
Da kommt was raus und da kommt was. Ich habe irgendwo ein falsches Rohr drin. Gedulden Sie sich bitte. Man kann die ja auch noch. Ich kann die auch noch rotieren, ne? Deswegen ist es ja, ja, ja gerade genau. So. So, Inventar. Was habe ich denn hier? Wie viele Rohre hast du? Vier. Kann aber nur drei platzieren. Ja, genau. Geht mir genauso. Da kann ich das nicht platzieren, aber das ist eigentlich das Richtige. Bei dir geht die Eins rein, ne? Im Boden. Sekunde. Schon wieder so ein Scheißrätsel hier. Jetzt hab ich's. Da hab ich das jetzt. So. Mal kurz. Ah ja. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. So wie du es gerade hattest, war es richtig, zumindest mit Rot. Ich kann Gelb schicken, du gibst Rot, dann haben wir Orange. Und das kann ich bis zu dem Ding hinführen. Ist ja nur die Frage, wofür wir es brauchen. Verstehst mich? Ich muss das die Fässer füllen. Wir müssen alle drei Kombinationen bis ans Ende bringen. Im Moment haben wir gar keine Kombination, richtig? Weil nur gelbes Gas ankommt. Jetzt haben wir Orange, richtig? Das ist wo? Wo ist das Orange bei dir? Das Fass. Alle Leitungen zeigen bei mir grün an, aber Orange leuchtet. Das heißt, Orange kommt gerade an. Mit Gelb und meinem Gelb und deinem Rot. Ach, bei dir sind über und drüber Fett. Bei mir hier unten ist alles grün bei mir. Ja, ja, bei mir auch. Aber die Fässer, die wir füllen müssen. Er leuchtet jetzt orange, das ist richtig. Ah, nee, okay. Leuchtet nicht. Ja, manchmal leuchtet es, manchmal nicht, okay. Im Moment kommt überall nur grün. Ja. Gerade Gas. Also, ja. Moment mal, du hast Fässer quasi und da müssen eine Farbe entstehen. Ja. Mhm. Lass uns mal mit 1 anfangen, bitte. Ja, ist okay. Versuch mal, eine Gasleitung mit roter Farbe in die 1 zu bringen. Mhm. Perfekt. Jetzt müsste orange ist drin. Orange kommt an. So, die 2 habe ich. In die 2 kann ich blau einspeisen. Was ergibt, ja, hast du auch blau, gemacht. Das ergibt aus blau lila. Blau und gelb müsste lila sein. Oder nee, blau und rot. Kannst du rot auch in die 2 speisen? Sekunde. Nein, kann ich nicht. Ich könnte das nur quasi, wenn ich da, also ich müsste es von der 1 ausspeisen in die 2. Dann mach das. Warte mal, ich versuche es. Also brauche ich 2. Kannst du da ein Rohr einbringen, was beides verbindet? Ja, ja, das versuche ich ja gerade raus. So? Das versuche ich ja gerade.
Aber das funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Was ist denn? Da ist doch gar kein... So. Also rot muss quasi von der 1 raus, ne? Oder ist gelb? Rot muss in die 2 gespeist werden. Mhm. Und gelb in die andere. Gelb habe ich doch. Achso, ja. Ich habe aber... Gelb, ich hab, ja. Ja, ich hab, ja, gelb, ich hab in die, nur... gelb in die 1. Das schaffe ich nicht. Das ist bei mir nicht, Nein, Quatsch. Was mit Gelb ergibt Orange? Ja, Gelb und, Rot. Gelb und... Ja. Danke. Okay, Rot muss in die 1. Das Gelbe gebe ich dir ja. Wenn ich das hier ausmache, müsste das bei dir weggehen. Nur? Hm? Bei mir ändern sich dann die... Wenn du irgendwas drückst, ändern sich bei mir die Ausläufe. Und es ist bei mir jetzt so, dass ich oben rot habe und unten gelb. Und jetzt brauche ich ja irgendwie ein Stück, was es mir in die 1 rausleitet, damit das orange wird. Und das andere muss ja blau werden mit rot. Wie viele Rohre hast du denn gefunden? 1, 2, 3, 4. Die habe ich auch. Liegt sonst noch irgendwo eins rum? T-Stück oder sowas? Also ich habe ein T-Stück, ein gerades Stück und 2 Bögen. Ich habe ein T-Stück, ich habe einen Bogen, ein T, hier so ein Kreuz und ein gerades. Ein Kreuz sogar. Dann nimm doch das Kreuz. Welches Kreuz da rein? Warte mal. So, habe ich da orange? Und da war leider auch wieder orange auf der anderen Seite. Ja, orange ist doch... Aber ich hab's auf beiden Seiten. Das ist doch nicht schlimm erstmal. Okay. In die 2. Ja. Kannst du da rot einspeisen? Nein. Weil ich habe blau noch dazwischen, aber ich versuch's trotzdem mal. Naja, ich speise ja blau in die 2. Wir müssen das kombinieren. Nee, da passiert nichts. Jetzt ist gerade beides. Alles aus. Alles aus, ja. Ja. Jetzt hier das T-Stück verwende. Ist noch nicht. Ich verstehe es noch nicht. Nimm mal bitte alle Rohre bei dir raus. Ja. So. Ich habe einmal gelbes Gas, was ich direkt sag mal, kann. Hm? Wir haben mal festgestellt, wir haben 3 Farben, die wir mischen können. Ja. Das ist einmal orange, das ist einmal Dings. Lila und grün. Lila und grün.
Wollen wir es mal versuchen, dass wir eine Farbe bis zur 7 rauskriegen? Also, dass wir immer einheitlich eine Farbe nur, nämlich das jetzt zum Beispiel Orange. Dass wir das von der 1 bis zur 7 haben. Vielleicht ist das die Lösung. Das wäre, glaube ich, sogar einfach, weil da müsstest du jetzt in die 7 nur Rot einspeisen irgendwie. Ja, wir versuchen das mal. Und ich kann mit Gelb direkt rüber. Und der. Entweder in die 6 oder in die 7 musst du Rot einspeisen. Ich guck mal. Ja, jetzt kommt erstmal Orange an. Ich bräuchte ich hier auch. Das könnte. Das. Ich glaube, mir fehlt hier ein Rohr. Orange kommt jetzt an. Bei dir? Bei mir in den Fässern, ja. Das ist ja schon mal gut. Das Problem ist nur, es lädt sich nicht auf. Das wundert mich, aber wir haben ja schon mal. Ja. Was mit Blau? Es darf kein Leck entstehen, ne? Also so verstanden. Weil ich muss jetzt zum Beispiel bei mir in der Mitte kein Rohr setzen, weil da kein Leck ist. Bei mir in der Mitte ist auch kein Rohr erstmal. Bei mir kann ich jetzt nur erstmal was einspeisen, die Blau da rein. Dann kommt Blau bei der 2 an. Ja, wir müssen erstmal mal eine Farbe kriegen, oder? Wir haben doch eine. Ist es fast voll? Orange ist fertig, nein. Ah, okay, dann sag das doch. Aber Orange, dann müssen wir jetzt. Orange kommt an, das Fass füllt sich halt nur nicht. Ich gehe davon aus, dass das nur erst passiert, wenn wir alles richtig haben. Weil Orange kommt auf jeden Fall an. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt, welche Farbe, was haben wir gemacht? Grün oder Lila? Das ist Schwachsinn, dass hier ein T-Stück rein muss. Warte mal. Das T-Stück so. Ich muss auf jeden Fall da einen Geraden reinmachen. Also als du eben keinen gemacht hast, war es besser. Kannst du irgendwie verhindern, dass Rot an der 4 ankommt? Gar nicht, weil da ist keine Verbindung hin. Da ist kein Rohr, kein gar nichts. Da wäre bei mir ein Leck, wenn ich das machen würde. Aber Rot von dir kommt bei mir aus der 4 an. Kann. Moment. Aber eigentlich ist das nicht möglich. Das hilft mir nicht. Siehst doch. Bei mir ist. Ja, du hast irgendwas gedreht. Bei mir kommt es wieder. Bei mir ist es auch wieder, dass hier Gas durchläuft. Bei der 7 und. Ja, soll ja. Ist aber doof, wenn da Gas rauskommt.
Warte mal. Wie machen wir Orange? Mit Gelb und Rot, ne? Mhm. Wie machen wir Blau? Lila und... Lila, Entschuldigung. Lila und Rot, ne? Ja. Blau und Rot ergibt Lila, Gelb und Rot ergibt Orange. Wie machen wir Grün? Blau und Gelb. Blau und Gelb, das heißt... Ja, jetzt kommt wieder nichts durch. Das heißt... Pass auf. Ja, pass auf. Ich bin ganz artig und sitze hier. Pass auf. Ah, scheiße, Mann. Ich muss mir das aufschreiben oder so. Einfach, ich bin da. Eine Farbe davon, die elementar ist. Für alle. Dazu, nein, ist es nicht. Nee. Weil essentiell ist, glaube ich, die 6 und die 7. Hm. Weil die 6 und die 7 gibt die Farbe dazu, die ganz am Ende rauskommen muss. Wenn wir, sagen wir mal, im Moment kann ich... Kannst du mir eingefallen? Ja. Mach mal deine ganzen Systeme, die du da hast. Alle auf Orange. Ohne dass ein Leck entsteht. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Weil ich nur zwei Grade habe. Aber du kannst ja auch weil bei mir ein Fass eben auch ohne ist, ohne Dings machen. Ohne Rohr. Was kann ich ohne Rohr machen? Du kannst eins ohne Verbindung machen. Ja, ich habe eins ohne Verbindung gerade. Achso, okay. Du hast auch Fässer? Ja, so sieht so komisch aus. Es sieht aus wie so ein bisschen Fass halt. Aber da ist keine Dings. Was sind wir für Kackrätsel hier? Hast du eine Anzeige an den Fässern? Nee, nur hier Pfeile mit links und rechts, wo ich halt drehen kann. Ach, das meinst du mit Fässern? Ja, okay. Alles klar. So, pass auf. Essentiell ist die 6 und die 7. Wir müssen in die 6... Blau und Rot. Ich brauche ein Kreuz eigentlich. Kriegst du nicht, hab ich. Weil das ist Schwachsinn, dass ich vier Verbindungen hier habe und die nicht verbinden kann. Ich glaube, du brauchst nicht alle vier gleichzeitig. Das einzige Kreuz, was sich rettet, ja. Mal ganz von vorne. Ich mach nochmal alles aus hier. Ist das von Jesus? Ja, das ist richtig. Wenigstens stirbst du nicht. So, pass auf. Kannst du nur die Farbe Rot einspeisen? Ich kann nur die Farbe Rot einspeisen, ja. Also ich habe hier Nebel mit Rot. So. Und den habe ich gedrückt. Ich kann nur Rot. Speist mir Rot gerade in die 1, ne? Das habe ich alles weggenommen, aber jetzt mache ich Rot an. Ich speise quasi Rot ein. So, genau. In die 1. Könntest ja. Du Rot noch irgendwo anders hin einspeisen? Ja. In die 2 quasi. Ich muss halt nur das Rohr richtig setzen, dass es auch die 2 weitergeht. Oder eben weit. Kurz auf Toilette, das kann ich mich nicht konzentrieren, ich bin so verpindert da. Ja, mach mal.
bin wieder da. Ja, das ist schön. Ich habe gerade überlegt, ob ich gerne rauchen gehe. Ich hoffe, Kari gefällt unser Hörspiel hier. Ich bin in Farbenlehre, so kacke Mann. Ach nee, er hat sich ganz oft umgestellt. Farbenlehre ist einfach. Wir brauchen Lila. Lila mischt man aus Blau und Rot. Wir brauchen Grün. Grün ist Gelb und Blau. Und wir brauchen Orange. Orange ist ganz einfach. Gelb und Rot. Ja. Ich kann nur Rot einspeisen. Du müsstest die anderen beiden. Ja, ja, klar. Ja. So. Und wir müssen irgendwie einmal, jetzt musst du mir quasi, ich würde es gerne einmal versuchen, wenn das möglich ist, dass wir alles von der 1 bis zur 7 orange machen. Das heißt, du musst mir jetzt nur Gelb einspeisen. Und Blau rausnehmen. Mach das mal bitte. Ja, ich habe Gelb aber auch nur zu einer Leitung. Sieht gut aus. Also ich habe alles auf Orange. Außer hier. So, ich habe alles auf Orange. Warte, Sekunde, ich auch gleich. What the heck? Sekunde, ich guck grad was. Kari schreibt immer noch Lotte. Also ihm gefällt unser Hörspiel. Was bitte? Kari schreibt immer doch Lotte. Also ihm gefällt unser Hörspiel. Jetzt habe ich nicht mehr alles auf Orange. Die 2 fehlt. Ja, warte eine Sekunde. Ich gucke gerade, wie ich das hier alles managen kann. Weil ich habe nämlich nur... Ich habe nämlich ein Leck. Hatte ich alles auf Orange? Hatte ich, glaube ich, gar nicht. Ist zu spät. Ich wollte Leute aussprechen lassen, Kari. So, da. Da. Ich habe jetzt ein Problem. Ja. Ich habe, Es muss noch. Ich habe hier ein Leck drin. Ja, jetzt. Tut sich bei dir irgendwas? Nein, weil 1 nicht orange ist bei mir. Sekunden. Ja, das liegt ja wahrscheinlich an mir. Nee, das liegt an mir. Na. Oh, okay, warte. Mach ich wieder zurück. Das ist wieder, ja. Das. Und hier brennt nichts. Jetzt habe ich alles Gelb. Aber... Sekunde! Achso, Verzeihung. Ja, Entschuldigung. Jetzt leuchtet alles orange bei mir. Bei mir alles bis auf eine Lampe. Welche? Welche ist egal, weil es... Ach! Ja, ich habe wieder einen Fehler drin. Es gibt aber auch keine Verbindung dazu. Diese Lampe kriege ich so nicht hin. Du kannst die Dinger rotieren, das weißt du, ne? Oh, Orange kommt! Orange ist voll! Ja, bei mir aber nicht. Also, das orange Fass ist voll. Alles gut. Ach so! Das reicht. Okay, dann machen wir doch mal weiter mit, wie heißt's, Lila? Das wäre blau. Das heißt, und rot, du musst mir blau einspeisen. Da kriegst du doch glatt blau von mir. Warte mal. Ey, wie haben wir das denn jetzt gemacht? Wir haben einfach mal eine Farbe vollgemacht. Und alles hat geleuchtet. Ja, aber das hat doch gerade eben schon
Ich versteh's nicht. Gerade eben kam doch schon orange an. So. Ich bräuchte einmal blau hier. Und du müsstest blau in die 2 kriegen. Ich brauch's in die 1. Warte, in der 1 krieg ich auch hin. In die 1 brauchst du das, ne? Sollst du jetzt blau in die 1 kriegen? Nein, nein, kriegst du nicht. Quatsch. Verzeihung. Jetzt. Jetzt. Dann musst du mir das jetzt irgendwie in die 6 und die 7 oder in die 7 speisen. Das Lila. Verstehe das Prinzip. Also bei mir ist jetzt nicht alles. Bei mir auch nicht. Kriegst du irgendwie das Lila in die 7 oder in die 6? Gib mir noch 2 Sekunden. 1, 2. Man sieht 21. Ich werde dich jetzt immer blamen. Du bist weit genug weg, du kannst mich nicht schlagen. Ja, das stimmt wohl. Hast du jetzt alles lila? Nein. 6 und die 7 fehlt. Ja. Aber es wird sich nicht. Ich hab alles. Warte, ich hab. Du hast alles auf Lila? Nee, warte, das war falsch. Ich hab alle Lampen auf Lila, ja. Ich auch. Aber wirklich nicht alle. Die 3 leuchtet bei mir nicht, warte. Das kann ja fast nicht sein. Die 3 leuchtet nicht, warte, 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 warte. Lass mich was anderes ausprobieren eben. Jetzt habe ich ja wieder blau überall. Ja, warte, 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 warte. Lass mich doch mal was ausprobieren. Scheiße. Sagt man nicht. Entschuldigung. Geht die ganze Bildung in den Arsch. Jetzt müsstest du in der 3 lila haben. Ja, ich muss nur mein ein Rohrstück wieder ordentlich. Nee, das passt nicht, weil ich krieg jetzt das. Nee. Aus 3. Ja, das sieht schon besser aus. Aber da habe ich keine Verbindung nach unten. Das kann nicht sein. Ich habe jetzt kein Lila an der 5 und an der 4. Ist lila, die 2 ist lila, die 3. Die 3 hat auch kein Lila. Ich habe an der 7 kein Gas. Ich habe keine Zufuhr bei der 7. Warte. Also hier muss das rein, alles andere gibt keinen Sinn.
So, jetzt habe ich... Was, wenn ich so mache? Wenn ich jetzt wieder hier reinführe... Oh, warte. Ich glaube, bei mir... Hier. Ich habe überall Lila. Ich nicht. Außer hier, Sekunde. Ich brauche noch in die 6. Das kann sein, dass mein... ein Rohr hier falsch ist. Ja. Ist es jetzt da? Jetzt habe ich überall Lila, aber es füllt sich nicht auf. Ist denn das nur für... Es dürfen Lecks entstehen übrigens. Ah ja, echt? Weil ich habe Lecks und habe trotzdem überall Lila. Okay. Dann ist gut. Das klingt gut. Das Witzige ist nur... Ich habe jetzt überall Lila. Wo hast du keins? Gucke gerade. Aber es scheint so, als wenn ich... auch überall Lila habe. Ich hab überall Lila. Irgendwas? Ja. Ich hab halt Leck drinne. Hallo lieber Benden, ich möchte mich aufrichtig entschuldigen für das, was am Mittwoch im Chat passiert ist. Es gibt dafür keine Entschuldigung, ich kann es nicht kleinreden. Ich hoffe, du verzeihst mir. Pablo! Alter, bleib ruhig! Hat er dann schon wieder gemacht, der Pablo. Pablo war toxic. Es ist aber auch scheiße, man kann halt Valorant nicht zu viert spielen. So, wenn jetzt Kari und Bino da sind, klar, spiele ich erstmal mit meinen Freunden und dann mit Zuschauern. Dann war Pablo halt raus. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung, wenn du dann toxic bist. Ich hab dich einfach ignoriert und dann war das auch in Ordnung. Es ist mehr als verziehen. Bleib cool, Junge. Danke fürs Reinschauen übrigens. Hallo, Pablo, genau. Da gibt's nichts zu verzeihen. Bleib cool, Junge. Dann ist halt scheiße, dass man es zu viert nicht spielen kann. Ne, aber da ist doch ganz klar, dass ich erstmal mit meinen Freunden zusammen spiele und dann Zuschauer auch immer gerne dabei, wenn es geht. Ich habe jetzt wieder alles. Hier habe ich noch keine Verbindung. Nee, das ist falsch. 6 und 7 nicht. Pablo schreibt, hallo Lotte, wie gefällt dir dein gewünschtes Spiel? Ich sehe mich als Mitarbeiter. Ja, eigentlich bist du das auch, das stimmt. So, ich habe jetzt wieder alles auf... wieder alles an, aber... aber das Fass wird nicht voll? Nee. Und Gelb zerstört alles. Das Fass wird einfach nicht voll. Ja, bei mir ist halt ein Leck. Und das ist das Problem anscheinend. Bei mir auch. 3 sogar. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein? Okay. Also ich bin mir sicher, dass das Leck nicht sein darf. Dann alle raus. Mhm. So, pass auf. 1 weiß ich. Hier muss das rein, weil alles andere gibt keinen Sinn, sonst geht das Gas nirgendwo hin. Ich mache auch nochmal alle raus. Und Blau brauchen wir, ne? Für Lila brauchen wir ja Blau. Ja, du mit Gelb kannst du alles wegmachen. Dein gelb, gelben Hügel kannst du... Gelb speise ich gerade gar nicht ein. Das ist auch gut so. Okay, pass auf. Ich habe jetzt Blau in die 2 geführt. Du kannst Rot dahin führen. Heißt, ich könnte Blau und Dings... Nee, mach ruhig. Speise mal ein. Rot. Hab ich. Hä? Bei mir kommt kein Rot an. Nirgendwo.
Jetzt. Warte, muss ich eine andere Spur reinlegen. Jetzt? Mhm. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt hier gelb einspeise. Du sollst blau einspeisen. Ja, pass auf. Wenn ich gelb nicht einspeise, habe ich ein Leck. Kann es sein, dass wir deswegen da ein Problem haben? Aber hier kommt rot, glaube ich, an. Heißt... Du musst blau rausnehmen. Gelb rausnehmen. Aber dann habe ich ein Leck. Na, mach einfach mal. Versuchen wir mal. Okay. Hattest du das eben auch an? Nein, hatte ich nicht. Okay. So, pass auf. Ich könnte jetzt hier eine Verbindung herstellen. Und hier das T-Stück eingeben. Dann hätte ich jetzt lila. Hm. Wenn du es jetzt noch schaffst, lila irgendwie in die 4 und die 5 zu kriegen, hab ich alles... Nee, 4, 5 und 3. Dann hab ich alles lila. Ich vermute gerade eben. Muss alles lila sein? Wer vermutet das? Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir ohne Lag mit der richtigen mit der richtigen Farbe ankommen. Also ich habe jetzt alles bis auf die 4 und 5. Die leuchten bei mir nicht. Ich habe 3, 4 und 5 nicht. Ja, 3, 4, 5 habe ich jetzt auch nicht. Halt, lass die 3 leuchtet auch nicht. Mal nochmal was anderes versuchen. Pass auf. Okay. Nimm mal. Speis mal rot ein, aber nimm mal überall deine Rohre raus. Okay. Ich speise jetzt gelb mit ein, damit ich kein Leck habe. Und versuche jetzt mit lila anzukommen. Das heißt, ich mache so. Schaffst du es irgendwie, mir rot in die 5 zu geben? Nein. Oder ein Leck? Nein. Ah ne, warte, ich habe ja dann immer da ein Leck. Weil ich ja gelb einspeise. Einen Moment. Pablo, komm, Valorant, wir holen uns Gold. Ihr Penner! Ich hasse euch! Ja, willst du spielen? Dann, Nein, um Gottes Willen. Ich will dieses Rätsel lösen. So, pass auf. Jetzt neuer Gedankengang. Ich speise gelb ein und muss gelb irgendwo hinleiten. Wo es nicht stört. Kannst du mir rot in die 3 geben? Kann ja auch nicht funktionieren. Nein, kann nicht, weil dann komme ich nicht woanders wieder raus, weil es bekommt wieder dann... Weil es verbunden ist. Nee, das funktioniert nicht. Mach mal das Gelb weg. Das irritiert mich. Und speis mal wieder bitte Blau ein. Wo hättest du es denn gerne? In die 3? Nein, 5? Generell. Generell Blau einfach. Ja, Blau ist drin. Geht in die 2. Dann warte bitte mal kurz. Mit einer Milch, das ist eine Ah ja, es sind ja 2. Halt, du hast recht. Dann muss ich sie jetzt quasi
Soll ich gerade den Milch holen? Und ich rede mit euch. Super. Ich hab kabelloses Headset, du kannst gerne weiterreden. So, also ich habe jetzt bei der 1 überall lila und noch bei der 3. Bei der 1? Ja, also bei den ersten beiden habe ich jetzt überall lila. So. Aber die 1 kommt bei mir gar nichts an. Ja, das kann ja sein. Wie wo kann kommt das denn sein? Wo kommt denn bei dir das rote raus? Das rote Gas. Wo kommt das raus bei dir? Bei mir kommt das irgendwo am zweiten Fass raus. Das kommt von der 2. Ja, dann musst du doch durch die Rohre gucken, mit was du das verbinden kannst, damit das zurückläuft in die anderen Fässer. Und dann das richtige Teilstück reinlegen. Ja, mich verwirrt halt nur, dass du sagst, bei dir leuchtet die 1, weil dann müsste bei der 1 bei mir ja auch jetzt lila leuchten. Nee, nur die anderen, also jetzt müsste es klappen. Wenn du Gas in die 1 füllst, müsste das bei mir leuchten. Weil ich führe gerade blau in die 2. Du führst rot in die 2, deswegen kommt bei mir lila raus. In die 2 kann ich gar nichts einführen. Das ist bei mir eine lila Lampe. Naja, genau, weil du rot gerade einführst. Richtig, genau. Ne? Bei mir ist in der bei der 1 sind meine oben alle Lampen lila. Jetzt guck einfach mal bitte auf meinen Bildschirm. Nein. Nicht. Okay. Jetzt hast du was verstellt. Ja, das ist richtig. Das sollst du nicht. Dieses Rohr hier unten macht mich so fertig, ne? Eben gemacht hast, zurück. Sehr gerne. Okay. Nee, das funktioniert auch nicht. Oh, was ist denn das? Mein Gott, wir sind zusammen über 60 Jahre alt. Das müssen wir doch hinkriegen hier. Ja, mach Alter, das nochmal. Alter. Was? Eins zurück. Egal, was du gerade gemacht hast. Hab ich gemacht? In diesem Augenblick leuchtet bei mir alles. Jetzt immer noch? Was? Lotte ist über 20? Ja, bin ich. Lotte klingt auch sehr jung, muss man sagen. Also bei mir leuchtet eben nicht alles und das ist mein Problem, was ich jetzt gerade habe. Was habe ich hier noch von Ohr? Du verfolgst immer noch die Theorie, dass kein Leck entstehen darf, ne? Ja. Wenn du hast ein Leck jetzt nicht einspeise, ist bei mir immer ein Leck.
behaupte, ich muss Gelb einspeisen und das irgendwie isolieren. Fass, das Niederfass füllt sich nicht eine Minute, eine Sekunde. Nein. Mach Gelb aus, scheiß auf deine Lex, ja. Gelb ist aus. Welche Verbindung hast du denn jetzt drin? Versuche auch einfach mal immer mal. Es müssen ja nur drei sein. Mach doch einfach irgendwelche rein. Alle drei mal ausprobieren. Doch lila an, aber nicht genug lila. Schreie. Jetzt habe ich hier wieder gelb, aber das weil noch nicht mal du es eingeschaut gar nicht, Mann. Nee, ne? Ich hatte alles noch mal aus. Nochmal von vorne. Ich habe hier aber auch nichts weiter, ne? Orange kam gerade, als wir kein Leck hatten und bei allen alles geleuchtet hat, ne? Ja. Da hatte ich aber kein Blau eingespeist, oder? Nee. Heißt, das eine Leck ist scheißegal. Meine Theorie ist am Arsch. Mach einmal rot aus, bitte. Eine Sekunde, ich muss wieder rein. Ich bin gerade mal ein bisschen umhergegangen, ob ich irgendwo was finde, was da... Du verstehst, ne? Mhm. Rot aus, Sekunde. So, pass auf. Ich mach Speiseblau ein. Und was mich verwirrt, ist, dass ich behaupte, das ist das einzig Logische, was ich machen kann. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache zum Beispiel das da rein, kommt es auch an. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache da einen Bogen rein, ist Blau einfach komplett isoliert. Geht irgendwo hin. Aber da wir Blau ja jetzt im Moment brauchen, ist das einzig Logische der Gerade. So. Heißt also, ich habe Blau in die 2 gespeist und könnte nun weitergehen in die 4, in die 6 oder in die 3. Was hältst du davon, wenn ich erstmal in die 3 gehe, weil es zahlentechnisch die nächste Zahl ist? Ja, ist okay. Ergibt keinen Sinn, weil wenn du es jetzt selbst schaffst in die 4, kann ich nicht mehr verbinden. Meine Herren, ich kack ab bei dem Spiel. Was? Ich kack ab bei dem Spiel. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich probiere es mal unter einfach alle... Aber die sind ja mit dir gekoppelt, das ist ja gerade das Problem. Eben.
Wir haben dieses Teamwork noch nicht raus. Ja, doch, eigentlich schon, aber zwei Idioten ein Spiel. Wir sind uns zumindest noch nicht an die Gurgel gegangen, das ist schon mal sehr gut. Spricht für uns, ja. Das spricht für uns. Wir sind erstmal krisenresistent. Komm, wir versuchen einfach grün jetzt aufzufüllen und versuchen dann nochmal lila. Let's go. Das finde ich eine sehr geile Idee. Für grün brauchen wir Geld, ne? Ja, und Dings, da kann ich ja den roten hier wegmachen. Rot brauchen wir ja dafür. Ja, wir brauchen beides, stimmt. So. Das einzig Logische ist der. Kannst du. Du drückst wieder Push and Talk. Ja, Entschuldigung. Jetzt wieder okay? Jetzt ist wieder okay. Kannst du. Kommt irgendwas bei dir an? Ja. Ein gelbes und das versuche ich jetzt gerade mal. Nee, kannst du dieses in die vier. Ach! Sekunde. Ich versuche es. Die 4 oder in die 3? Lass mich erstmal ganz kurz was probieren, ja? Weil da habe ich leider. Wir müssen uns auf eine Idee einigen. Ja, ich weiß, aber ich habe da. Wenn ich was in die 4 leiten soll. Mhm. Dann ist es bei mir ja die 3 anscheinend. So, warte er kurz. Was? Jetzt? Ich habe eine Menge Grün. Aber nichts, was bei mir aus der 4 oder der 3 kommt. Was ich machen kann, ist entweder das. Warte. Da muss ich wieder drehen, weil ich habe einen Leck. Noch ein Teestück? Ich habe jetzt gecheatet, ich habe heute nie geguckt. Toll. Ich habe, glaube ich, kein Teestück. Wenn bei dir drei Grella Gasleitungen rauskommen, brauchst du entweder ein Teestück oder das Kreuz. Nee, ich brauche ja eins, damit ich das hier oben verbinden kann und alles. Aber. Wir hängen also an diesem Rätsel seit über einer Stunde. Ja. Eine Stunde unseres Lebens, die wir nie wieder kriegen. Es sei nicht so pessimistisch, du hast mit mir verbracht. Das ist richtig, das ist auch sehr schön. Aber ich brauche gleich mal eine Pause. Mein Kopf. Ich muss ja, guck mal. Pass auf. Problem ist, du guckst ja gerade sowieso. Nee, ne? Ich habe nur einmal kurz geguckt, aber soll ich gucken? Sollen wir jetzt wirklich cheaten? Ja, wir cheaten jetzt. Pass auf. Warte, ich mache mir das auf groß bei mir. Ich hole mir mal eben das Ding ran. Da kann ich besser sehen, ja. Hier, bei meinem R1 kommt bei mir nur gelb an, ne? Warte, guck bei mir. Ja, sollte auch. Da geht auch nichts anderes eigentlich. Ja. So, und wenn ich das hier hinführe, ne? Also mit dem Bogen. Mhm.
habe ich das Problem, dass es hier wieder rauskommt. Weil es läuft hier lang. Ja, das heißt, ich muss hier. Da geht nur das T-Stück. Genau. Oh, bist du jetzt schon wieder? T-Stück, T-Stück. So. Ne? Blau. Mhm. Jetzt muss ich hier irgendwie das Blau reinkriegen. Das heißt, hier würde nur das gerade Stück gehen, was ich habe. Mhm. So. Jetzt habe ich hier aber ein gelbes wieder. Ist denn eben noch da das Kreuz? Das Kreuz ist dann hier leck, wenn ich hier rausgehe. Da. Versuchen wir was anderes. Was ist denn da? Unten ist die 3, ne? Ja. Was ist denn, wenn ich das einfach nicht in die 3 führe? Ja, wo willst du denn sonst hinführen? Jetzt? In die 4 zum Beispiel. Mit meinem T-Stück. Da passiert was. Reicht da unten aber nicht mehr da. Da trotzdem unten raus dann. Ja. Ist noch ein Bogen? Nee. Das ist herrlich, ne? Das muss ja dahin. Nein. Ich darf nicht in die 3 führen. Darum sind wir uns einig jetzt gewesen, ne? Hm. Kannst du irgendwie in die 3 führen? Weil wir müssen ja irgendwie in die 3. Ich kann ja nichts. Nein, ich kann ja. Ich führe ja nur in die 1. Und das muss ich ja dann weiter. Ach, also, dreh doch mal den Bogen so, dass du jetzt in die 3 führst. Ich bin doch. Das ist doch die 3 hier mit dem Bogen. Ja, genau. Aber die 3 geht nach unten. Mach mal den Bogen so, dass du nach unten führst. Genau. So. So wäre für dich erstmal okay, ne? Nee, aus der 2 heraus. Und die 2, in die 2 muss ich führen. Ich habe sonst keine andere Chance. Ich muss schon wieder pullern. Was hältst du von einer Pause? Ja. Ich geh rauchen. Wir sind bei 1 Stunde 10 Minuten, deswegen. Dieses Rätsel schaffen wir einfach nicht in einer Folge. Ja, ach. Meine lieben Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dann schaffen wir es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, schon auf Wiedersehen. Euer Benden. Ciao.